Herzlich willkommen zum Hör mich Podcast 2018. Dann hoffe ich, man hört man nicht, wie ich esse. Du, was denkst du? Podcasts sind gerade gut, wenn Leute essen. Toll. Ich bin der Emu, ich komme aus Bayern, bin 41 Jahre alt und hatte die Idee zu dem ganzen Spektakel hier. Ich habe gesagt, ich würde so gerne mal zur Hör mich nach Hannover, ich würde mir das ganz gerne mal angucken. Und dann habe ich halt mal so rumgefragt, ja, wer hat denn da Bock mitzukommen? Und dann hat sich unsere Chaoten-Clique hier gebildet. Wir kannten uns ja alle gar nicht, wir haben uns ja bei der Hör mich erst alle kennengelernt. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich bin der Robin, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Mettmann bei Düsseldorf. Okay, dann bis gleich, ne? Ich bin hobbymäßig Schauspieler und Musikproduzent. Ich habe bei mir zu Hause ein kleines Homestudio. Ich produziere meist instrumentale Songs, selten aber auch welche mit Text, aber auch gecoverte Tracks, Jingles und Drops für Internetradiosender oder kleine Laienhörspielproduktionen. Demnächst produziere ich mein erstes eigenes Hörbuch und ab und zu spiele ich in Stuttgart Theater. Benehmen Sie wie Teenager. Ich bin der Tommy, ich bin 28, ich komme aus Mainz. Ich mache hobbymäßig viel mit Internetradio und Musikproduktion. Und die Materie Hörspiel habe ich jetzt wieder so etwas neu für mich entdeckt, um mich halt etwas eingehender damit zu beschäftigen. Und auf der Hör mich möchte ich einfach mal ein paar Kontakte knüpfen zu Synchronsprechern, um mal zu ergründen, wie diese als Menschen so drauf sind, also im richtigen Leben, persönlich. Mich einfach mal informieren, wie deren Arbeitsweise so ist. Und außerdem möchte ich mir den einen oder anderen Tipp abholen, was ich bei meinen Produktionen noch besser machen kann oder worauf ich vielleicht in Zukunft besser achten muss. Ich bin der Viktor, ich bin 31, ich komme aus Sindelfingen, bin von Geburt an blind und ich habe eine Ausbildung gemacht zum Studiosprecher. Das geht in Richtung Hörbuchsprecher. Und freizeitmäßig bin ich noch in einer Theater-AG beschäftigt in Stuttgart. Und momentan mache ich noch einen Kurs im Improvisationstheater. Und was ich mir so erhoffe, ist einfach von der Hör mich, dass ich einfach Kontakte knüpfen kann zu Sprechern, dass die mir vielleicht irgendwie in der Art und Weise weiterhelfen können bei meiner Sprecherkarriere, dass die vielleicht irgendwie auch ein paar Tipps für mich haben. Soeben haben wir die Vorstellung von vier verschiedenen Menschen gehört, die eine Messe besuchen. Doch hier geht es nicht um irgendeine Messe, sondern um die vielleicht bekannteste Hörspielmesse Deutschlands, die Hör mich, welche einmal im Jahr stattfindet und so auch dieses Jahr stattgefunden hat, am 30.06.2018. Diese Menschen sind verschiedenen Alters, kommen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands, haben aber zwei Gemeinsamkeiten. Erstens die große Interesse für Hörspiele und zweitens sind sie blind. Mit diesem Podcast möchten wir unsere Erfahrungen und Eindrücke von dieser Messe als Blinde teilen, die wir in der Gruppe auf diese Messe gegangen sind, ohne sehende Begleitung. Der Emo hatte sogar auch schon vorher Kontakt mit einem der Veranstalter, mit Christian Kretschmer, welchen wir an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchten. Der hat mich nämlich angeschrieben, nachdem wir auf der Hör mich waren. Der wollte gerne noch ein Interview mit mir führen, so ein kleines Feedback, wie wir denn die Hör mich erlebt haben. Und dann haben wir halt gesagt, Christian, warte noch, wir wollen einen Podcast produzieren, wo wir eben das genau erzählen wollen, wie wir es erlebt haben. Zwar war die Hör mich nicht auf Blinde zwangsläufig ausgerichtet, aber genau darin haben wir eben unsere Herausforderung gesehen, das Ganze selber so ein bisschen zu ergründen und auch auf Herz und Nieren zu prüfen. Es hat uns wirklich jemand dann dahin gebracht. Wir haben uns dann über WhatsApp auch gesprochen, haben uns dann auch alle vier, also Viktor, Robin und Tommy, wir haben uns dann alle entdeckt, wir vier. Nee, wir waren sogar, also Silke, Viktor, Robin, Tommy und ich, also fünf verrückte Blinde, waren dann eben auf der Hör mich und haben gesagt, wir sind jetzt einfach mal so verrückt. Robin ist der Einzige, der von uns einigermaßen gucken kann. Wir dackeln jetzt einfach mal drauf los. Ja, vom Preis her konnten wir uns auch nicht beschweren. 5 Euro hat die ganze Geschichte für uns gekostet, obwohl es wahrscheinlich mehr gekostet hätte, aber so kann man auch nicht meckern. Wie wir dann einmal drin waren, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, uns bis zu den nächstbesten Hörspielstand durchzuschlagen. Ja. Und dieser gehörte zu den Ohrenkneifern. Die hatten ihren Stand direkt am Anfang der Eingangshalle.
Die Ohrenkneifer haben sich gerade erst einen Rang und Namen im Hörspielgenre verdient. Und wir haben sie gefragt, wie sie ein Hörspiel vermarkten können. Welches noch nicht so wirklich. Hä, was war jetzt das? Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Ey, redet mal, hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo. Dein Mikro ist scheiße. Ja, das weiß ich schon, aber trotzdem würde ich mal gerne wissen, warum mich jetzt keiner hört. Sag bloß, der Rechner ist verreckt, oder was? Moment, erstmal eingeben. Nein, Fehlermeldung. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als neu zu starten. Moment, das haben wir gleich. Jaws for Windows is ready. Na endlich, geht doch. Leute, ich hab's wieder hingekriegt. Wie wir dann einmal drin waren, haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, uns bis zum allerersten Hörspielstand durchzuschlagen. Und dieser gehörte zu den Ohrenkneifern. Die Ohrenkneifer haben bereits sich schon einen Rang und Namen im Bereich Hörspiele gemacht. Und wir haben sie gefragt, wie man ein Hörspiel am besten vermarktet und wie man einen Bekanntheitsgrad dafür erreicht. Ja, ist auch neben der Technik auch eine finanzielle Frage. Man muss ja erstmal genug. Ja, das sowieso. Um einen Vertrieb zu finden, der das Ganze auch dafür sorgt, dass das Ganze bei Amazon oder im Mediamarkt zu finden ist. Ja. Ja, wer, wie? Und wenn man da sagt, ich habe hier ein Hörspiel produziert, dann interessiert sich da noch kein Vertrieb. Ja, ja. Ein Hörspiel wissen wir. Und wie habt ihr das dann geschafft, wenn man fragen darf? Wir starteten als Solo-Unternehmen von Dirk Hardy. Ja? Der hat so mal irgendwie angefangen mit ein, zwei Produktionen, drei, und hat dann irgendwann gesagt, ich hole mir mal noch zwei Kumpels dazu, Marc und mich, in der Hoffnung, dass wenn wir unseren Output zusammenschmeißen und wenn wir statt einem Hörspiel pro Jahr drei Hörspiele pro Jahr produzieren, oder lassen es vier sein, dass wir dann für einen Vertrieb interessanter sind, weil wir mehr zu bieten haben. Und so kam es dann. So war es. Aha. Ja. Und dann haben wir einen Vertriebsvertrag bekommen mit der Alive in Köln. Und die sorgt halt dafür, dass das Ganze gepresst wird, Läden gestellt wird, und bei iTunes und Google Play und so weiter. Ah, okay, damit es noch weiter verbreitet wird. Ferner gibt es zu berichten, dass wir die Ehre hatten, mit keinem geringeren als Dietmar Wunder uns bekannt zu machen und auszutauschen. Ihn kennt man unter anderem als die Stimme von John Sinclair, aber auch als James Bond oder Kim Schmidtke in Offenbarung 23. Ich habe ihn gefragt, ob er wirklich bei Offenbarung 23 nicht mehr weiterspielen möchte, so wie es auf Wikipedia stand. Und ob er sich wirklich zu alt dafür fühlt. Nee, das war damals eine Entscheidung, dass wir uns einfach für Jüngere. Ja, ja. Und David und ich entscheiden, machen wir den Weg doch gerne frei für Jüngere. Okay. Kollegen, die dann im Grunde genommen weitermachen. Aber ich finde, es passt trotzdem immer noch irgendwie. Dankeschön. Ja, reingepasst. Danke. Schon. Immer noch reinpassen würde. Ja, also, ihr beiden seid so die. Wirklich echt toll. Mhm. Dankeschön. Dann will ich mal David weitergeben. So. Ja, das ist cool. Echt sehr gefallen. Der ist auch total klasse. Dankeschön. Bei so einer Messe wie der Hör mich, wo einige Leute zugegen sind, ist es natürlich für uns mit einer Sehbehinderung nicht immer ganz so einfach, auf Anhieb bestimmte Dinge zu finden. So ist es uns auch mit dem Kartenverkauf für das Live-Hörspiel von John Sinclair und Dorian Hunter ergangen, welches abends noch aufgeführt worden ist. Wie es allerdings der Zufall wollte, sind wir bei unserer Suche direkt in die Arme von der Stimme von SpongeBob Schwammkopf gelaufen, Santiago Ziesmer, der uns bei unserer Suche eine große Hilfe war. Natürlich sind wir direkt bei ihm stehen geblieben, haben ihn gefeiert und sind sehr nostalgisch dabei geworden. Er hat sich dafür eingesetzt, dass wir noch unsere Karten bekommen haben, bevor wir zum Verkauf vielleicht zu spät gekommen wären. Vielen lieben Dank, SpongeBob. Oh, hallo. Der Santiago hier. Ui! Ist das wo ist unser Burgerbrater? Ja!
Goldener Pfannenwender hier. Ja. Aber wir haben was ist denn, mein Junge? Ja! Können wir machen. Ja, cool. SpongeBob, du hast meinen Geburtstag vergessen. Ja. Du bist mein bester Freund. Ja. Hätte er nachher noch dazu gegangen, John Sinclair-Hörspiel? Ja, auf jeden Fall. Erstmal noch Karten kriegen. Ja. Wir versuchen noch Karten zu kriegen. Wir wissen nicht, wo wir dahin müssen. Wir wurden ständig von Lager geschickt. Aber das ist ja blöd. Das kann ja nicht sein. Was denn? Wo wir Karten kriegen. Ja, das ist eine gute Frage. Beim Sinclair? Ja. Nee, bei dem Ticketstand am Anfang dachte ich. Ja, aber keine Ahnung, aber komm da erstmal hin irgendwie. Ja, da wussten wir aber jetzt nicht. Das ist doch jemand da. Es muss doch zu machen sein. Wie, gibt es ausverkauft oder was? Nein. SpongeBob, du bist meine Rettung. Also, wir gucken mal, machen uns gerade mal schlau. Cool. Oh, das wäre super, das wäre total toll. Das wäre toll. Auch gleich schon wieder nach Bündnis, ja. Weil wir schon dann Soundcheck gleich. Ach so. Ja, da müssen wir ich bin selber Schauspieler. Ja, ja bitte. Und, auch diesen Produzenten, da kenne ich sehr, sehr schön. Ja. Ja. Das wäre toll. Ja. Ja, oh ja, das wäre super. Das wäre nett, schlau. Ja. Bei der Infothek muss man nachfragen. Okay. Wenn ihr einen Arm ja. anbietet. Ja. Danke schön. Ja? Ach, Verzeihung. Ah, warte, ich bin jetzt hier am Arm praktisch. Ich bin auch am ja. Robin. Ach so. Warte, der Robin ist drüben noch beim SpongeBob geblieben. Ach so. Cool. Hey, ist der cool. Ja. Ist der gechillt? Total gechillt ist der. Alter. Oh, Verzeihung. Ey, der hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht. Geil. SpongeBob. Ja. Wo ist der jetzt? Weiß ich nicht. Da wir nicht nur als Fans, sondern auch als Hobbyproduzenten auf die Hörmich gegangen sind, haben wir uns erhofft, den ein oder anderen Tipp von jemand Professionellem abholen zu können. Somit auch von Claudia Urbschardt-Mingus, bekannt als die deutsche Stimme von Angelina Jolie, Lupina bei John Sinclair oder Sandrina bei Dragonbound. Der Robin aus unserer Clique hat ihr erzählt, dass er ein Hörbuch aufliest. Und sie hat ihm dabei einen Tipp auf den Weg gegeben, der für alle sehr gut ist, die etwas produzieren möchten. Jemanden finden, der sich das anhört mit einem Verständnis und dir dich da. Wahrscheinlich gibt es so ganz einfache Tricks. Ja. Viele Leute sind zu schnell beim Lesen, ne? Weil das gehört, man muss ja erstmal Dinge kapieren. Ja. Und dann sagt man zum Beispiel nach jedem Satz, den du jetzt, also nach jedem Punkt, sagst du zum Beispiel ganz still für dich, verstehst du oder verstehen Sie? Und dann kommen so Sätze wie zum Beispiel, er ging über die Straße. Ja. Verstehen Sie? Aha. Mhm. Auf der anderen Seite traf er eine Frau. Mhm. Hast du das verstanden? Mhm. Und dann hast du immer wieder diese Pausen, die du dir selber im Kopf oder dir so einen Satz noch hinterher sagst, die gibst du deinem Zuhörer, um zu verstehen. Das ist interessant. Ja. Das ist ein Mini-Trick. Ja, das ist aber nicht schlecht. Das ist cool. Ja. Ich kann nämlich auch. Weil viele Leute ja sehr, sehr schnell sprechen. Ja, ja, ja. Und immer denken, die anderen. Das muss schnell fertig sein. Ja, genau. Und ist jetzt nicht für, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Man muss auch mal ein bisschen schneller, langsamer. Das ist das Einzige. Auf Robins Frage hin, wie denn ein Sehbehinderter am geschicktesten einen Text am Bildschirm lesen könne, ohne dabei den Kopf bewegen zu müssen, damit er besser am Mikrofon bleiben kann, auf diese Frage hat uns leider keiner eine passende Lösung parat gehabt. Okay. Aber dennoch hatte Claudia Urbschardt-Mingus einen sehr brauchbaren Tipp für uns. Also es gibt beim Synchron ist es ja schon so, dass die weiter weg sind. Ja. Und du schon bei uns in den Synchronstudios hast du schon sehr, sehr große Monitore. Also das ist nicht so, dass du dann quasi, das müsste technisch zu lösen sein. Ja. Aber ganz ist trotzdem natürlich, ist es schwer, das ist gar keine Frage. Aber das nochmal, Barrieren sind dazu da, damit sie überwunden werden. Ja. Also ich glaube, technisch ist es möglich. Okay. Es ist aber eben, ich meine, das Sprechen ist natürlich sowieso eine Sache, die ist für sich genommen auch nochmal eine ganz eigene Angelegenheit. Kann man
man das Synchronsprechen eigentlich lernen oder ist das sehr schwer? Ich habe gerade eine junge Frau, die das auch lernen möchte. Ich halte sie für sehr talentiert. Aber ich weiß sehr. Aber nicht blind, oder? Nee, aber nee. Das hat ja jetzt damit ja. Mit nicht Sprechen. Okay. Ja, mit dem Sprechen nicht. Nee, es ging ja jetzt um die Monitore und sowas. Ne? Ja, ja, es gibt ja tausende. Ja, ja. Im schlimmsten Fall kriegst du einen Knopf im Ohr oder, ja. Oder so. Mhm. Das Wichtigste nicht die Stimme. Mhm. Kannst du das ja alles machen. Aber es gibt erstmal eine wahnsinnig große Konkurrenz. Und mir fehlt zum Beispiel auch die Zeit, jemandem das in Anführungsstrichen beizubringen. Das ist so viel Arbeit, die man sich selber aneignet. Man muss permanent hören, machen, verbessern. Ja. Also machen. Und die Profis, die wir jetzt heute Abend auf der Bühne sind, die machen das seit 30, 40, 50 Jahren. Ja, ich mache jetzt seit 20, aber die machen es auch schon sehr, sehr, sehr viel länger. Wir können nur von uns reden. Es gab kein Highlight auf dieser Messe, weil die Messe und was wir erlebt haben oder geboten bekommen haben, war ein einziges Highlight und ein einziger Höhepunkt. Was wir aber nicht vergessen werden, ist unser abschließendes Gespräch mit dem Sounddesigner von John Sinclair. Sebastian Breitbach, den man auch vom John Sinclair Podcast her kennt. Der hatte bei uns sich abgeguckt, wie wir unsere Stöcke auseinander und zusammenfalten und hatte daraufhin gleich folgende lustige Idee. Also im Grunde hat er mitgekriegt, wie wir unsere Stöcke auseinander und zusammenfalten. Und dann sind wir in einen ruhigen Raum gegangen, er hat sich ein Diktiergerät geschnappt und da haben wir dieses Geräusch, das dabei entsteht, haben wir dann aufnehmen dürfen von drei Stöcken, die wir hatten. Ich habe vorhin gehört, wie einer von euch das Ding so rausschnappen lassen hat. Ja, also so. Ja, kann ich das mal aufnehmen? Ja, mach doch. Klar. Schalte ich den Raum. Dann müssen wir jetzt irgendwo, wo es ruhig ist. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Oder wenn wir ihn auch einklappen, falls du es brauchst. Genau. Ja, das ist ja das. Nein, er meint ja. Achso, er meint das, ja genau. Ausklappen. Wo gehen wir denn jetzt hin am besten? Ganz viele Waffen so. Ja. Ja, aber so kann er dann sagen, ja, ein Blinder, der halt den Stock so. Ich habe nämlich, glaube ich, also was womit nimmst du auf? Mhm. Falls man sowas mal braucht. Ja, genau. Ich habe einen Sony D50 oder sowas. Mhm. Okay. Ja. Ich würde das mal, wartet mal kurz hier. Pass auf, weißt du, was wir uns überlegt haben? So. Es gibt verschiedene Stöcke, also von verschiedenen Modellen. Wir drei haben verschiedene Modelle. Und wir haben uns überlegt, dass wir dir sagen, welcher Stock es ist und dann machen wir das Geräusch. Okay. Genau, also welches Stockmodell. Verschiedene Aufnahmen. Genau. Ich habe zum Beispiel den Kanadier, so heißt der Stock. Ja. Dann der Robin hat einen Ambutec und du hast Komde. Genau. So, dann einmal zusammenfalten. Dann machen wir jetzt von jedem Stock einmal quasi ausklappen. Genau. Und danach einmal zusammenfalten. Okay. Ja? Mhm. Jetzt. Falte erst einmal zusammen und dann fangen wir mit dem Ausklappen quasi an. Mhm. Okay, so. Dann sag mal an, welcher Stock das ist. Das ist Komde. Wie heißt der? Komde. 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 Okay, ja. Dann ausklappen. Und zusammenfalten. Cool. So, zweiter Stock. Mhm. Soll ich? Ja. Welchen haben wir jetzt? Das ist der Kanadier. Kanadier, okay. Mhm. Gib mir den mal. Ja. Cool. Und einmal zusammenfalten. Geil. Und was haben wir jetzt noch? Das ist der Ambutec. Ob diese Stockgeräusche dann und wann mal irgendwo in einem Hörspiel Verwendung finden, zum Beispiel bei John Sinclair, wo Waffen entsichert werden, ist ein Spielraum der Interpretationen und ist nur bis jetzt Sebastian Breitbach selbst bekannt. Wir dürfen gespannt sein und abwarten, was uns demnächst da erwartet.